Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ihr habt es im letzten Video schon gesehen, ich wollte mich nochmal entschuldigen für die ganzen Timelapses im letzten Video. Und meine Chunks sind ein bisschen nicht, das fühlt sich irgendwie laggy an. Und ihr habt es im letzten Video schon gesehen, wir haben all unser World and Flash vertradet. Wir haben jetzt hier alle Schalkerkisten, wir haben schon eine echte Menge an Schalkerkisten. Und hier steht auch immer noch der Loot, den wir aus den Endfestungen bekommen haben. Und ja, ich würde sagen, bevor das Video richtig startet, in Anführungszeichen, loot ich das erstmal gleich ganz kurz hier. Bis gleich. Get it, cause motherfucker, I am cold. Lines might be hot, but my boss sent us gold. I wanted this ever since 10 years old. You panicking, mannequin, cause you don't fit the mold. And she was there when nobody took it. Ja, ich habe jetzt hier alles sortiert. Wir haben jetzt hier einmal so OP-Picken, aber irgendwo habe ich noch eine Schalkerkiste, wo noch mehr OP-Picken sind. Ich finde die aber nicht. Keine Ahnung, wo die sind, Alter. Hier haben wir Schwerter, alles drum und dran. Hier haben wir dann Bücher und hier haben wir alles, was zum Schutz dient. So Rüstung und bla, blablabla, ist aber alles keine OP-Rüstung. Ist alles so nebenbei erfarmtes Zeug. Und ja, Leute, ich habe mir so ein 5-Meter-Kabel gekauft, so ein Verlängerungskabel, weil ich habe euch doch im vorletzten Video, bin ich der Meinung, erzählt, dass ich ein riesiges Problem hatte mit meinem Kopf. Und dass es alles nicht funktioniert hat mit dem Videoschnitt und so, aber es dann doch irgendwie, dass ich es halt doch irgendwie hinbekommen habe. Und jetzt, da die Kopfhörerkabel zu kurz sind und mir vorher die ganze Zeit das Kabel ins Gesicht hing, habe ich eine 2-5-Meter-Kabel, Verlängerungskabel für Kopfhörer bestellt. Ich dachte erst so, yo, 2-5-Meter-Kabel, die werden safe reichen, aber ich habe halt 2 bestellt, weil ich dachte, so ein 5-Meter-Kabel ist gar nicht so lang. Und plötzlich kommen die an. Und ich verlege die hier. Und ich habe gerade mal ein 5-Meter-Kabel jetzt angeschlossen. Und es ist einfach 10-mal zu lang. Es ist sowas von viel zu lang. Und jetzt habe ich noch ein 2. Also falls von euch jemand 5-Meter-Verlängerungskabel braucht für Kopfhörer, Leute, ich habe hier eins rumliegen. So, ich bin jetzt übrigens in den Nether gegangen, um zu gucken, ob ich hier irgendwo... Ich habe noch eine verschollene Schalkerkiste. Ich weiß aber nicht, wo. Ich habe irgendwo noch eine Schalkerkiste rumliegen, wo all meine Picken drin sind. Da waren all meine OP-Picken drin, die ich mir irgendwann mal gemacht habe, damit ich halt ordentlich alles immer abfarmen kann. Hier, nee. Hier sind sie auch nicht drin. Achso, und beim Handeln mit den Villagern haben wir erstmal die Menge hier an Smaragden rausbekommen. Ist, denke ich, ganz sehenswert. Und wir haben uns gleich noch Erfahrungsfischchen gekauft. Oder ich habe mir Erfahrungsfischchen gekauft. Ja. Hier sind sie. Ich habe sie wieder gefunden, Leute. Theoretisch hätte ich es ahnen können, dass sie noch da unten stehen. Und oh nein, ich bin nicht an die Decke gestoßen. Ja, und das hier meine ich halt. Guck mal, wir haben jetzt hier ganz viele kaputte Picken. Jetzt können wir hier eine Picke in die Offhand tun und können dann immer ganz einfach oder einfach in Anführungszeichen die Picken reparieren. Generell durchs zukünftige Ausheben auch werden uns so unfassbar viele Picken hier immer kaputt gehen. Das wird unglaublich, wie viele Picken uns da immer abhanden gehen werden. Und hier müssen irgendwo noch 2 Picken sein. Hier, die hier, wo noch Behutsamkeit drauf muss. Das kann ich auch gleich mal machen. Ich habe ja genug Level. So, einmal Behutsamkeit, 2-mal Behutsamkeit. Weil ich will ja an sich so ein bisschen schauen, dass ich wirklich doppelkistenweise Picken zur Hand habe, wenn ich welche brauche. Weil wenn wir Projekte machen, wo wir die Picken wirklich brauchen, dann werden das auch wirklich Projekte, wo wir halt alle auch brauchen werden. Deswegen ist mir das echt essentiell wichtig, dass wir hier von genug haben. So Leute, was steht euch an? Das fragt ihr euch wahrscheinlich schon seit sonst wie vielen Minuten. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, selber noch nicht so richtig. Das Problem ist, ich bin gerade erst am PC gekommen, wollte heute eigentlich gar nicht aufnehmen, aber dann ist mir aufgefallen, ich muss aufnehmen, weil ich jetzt im Prinzip für mich ist, also für euch ist heute Dienstag sehr wahrscheinlich und für mich ist heute gerade Donnerstag. Nee, Mittwoch sogar. Und das Problem ist, heute nehme ich die 2 Videos noch auf, die ich jetzt vorproduziere, deswegen werden hier auch also diesmal wirklich, glaube ich, kaum Timelapses drin sein, beziehungsweise nicht viel Spielprozess sein. Dann schneide ich die Videos am Donnerstag und am Freitag, lade die hoch, bereite die Uploads vor. Und am Samstag zu Sonntag schlafe ich bei meiner Freundin. Dann am Montag bis Freitag fahre ich nach England. Seht ihr auch übrigens alles auf Instagram, könnt ihr gerne folgen, wenn ihr wollt. Ja, das wird eine coole Zeit und dafür produziere ich halt vor und bin so ein bisschen im Stress, in Anführungszeichen. Und ich habe auch schon auf Insta gesehen, ich mache immer so eine Story abends, wenn ich lerne oder so. Und dann ist es meistens schon so, keine Ahnung, 22, 23 Uhr. Ich glaube, letztens war es sogar um 1.15 Uhr oder so. Und dann wurde mir schon geschrieben, hä, warum lernst du Mitternacht? Du lernst ja wirklich jeden Tag, was ist mit dir los, Alter? Das Ding ist, ich mache ja bald meine Führerscheintheorieprüfung, habe ich euch ja alles schon erzählt. Und ich habe mir vorgenommen, jeden Tag wenigstens mir ein paar Fragen anzugucken, mir mein Hefter, mein Übungshefter dafür durchzulesen, damit ich das auch wirklich kann, weil ich will nicht 200 Euro einfach jetzt nichts ballern, wenn ich die Führerscheintheorie verkacke, so. Da muss ich alles wiederholen, habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Und deswegen ziehe ich das momentan tatsächlich sogar ein Stück vor Schule. Das Problem ist, wir sind jetzt Schule gleichzeitig. Das ist echt
ein bisschen doof gelaufen, habe ich mir auch alles ein bisschen doof organisiert. Wir sind gleichzeitig eben bei einer Prüfungsphase momentan, beziehungsweise Prüfungsphase noch nicht. Wir schreiben die letzten Klassenarbeiten und in 3 Wochen dann circa ist Prüfungsphase. Und eine Woche danach schreibe ich meine Theorieprüfung für den Führerschein, fange dann wahrscheinlich mit der Praxis an und nebenbei gehe ich dann Probearbeiten und fange mit meiner Ausbildung wahrscheinlich an, wenn ich dann irgendwann mal eine bekomme, einen festen Platz, was echt nicht rosig aussieht momentan, bin ich ehrlich mit euch. Und ja, was dann passiert, ist halt alles noch offen. Aber es kommt jetzt eins nach dem anderen und ich hoffe, am Ende von 2020 sieht mein Leben erstmal relativ entspannt aus als jetzt. Nebenbei versuche ich, wie ihr vielleicht an den Videos merkt, auch auf YouTube meine Qualität immer ein bisschen wieder anzuheben, ein bisschen mehr zu schneiden, ein bisschen mehr hier, ein bisschen mehr da. Muss man ja alles immer ein bisschen beachten, wisst ihr, wie ich meine? Das ist momentan das, was abgeht. Ich hätte jetzt auch eigentlich in dieser Folge gesagt, yo, wir heben da unten weiter aus, wir fangen an mit unserem riesigen Hauptraum. Problem ist, ich kann euch jetzt wirklich gerade nicht viel bieten, was... Ich kann euch einfach nicht viel bieten, was jetzt den Prozess angeht, weil ich jetzt keine 2-3 Stunden Zeit habe, um auszuheben, leider. Aber ich meine, solche Folgen muss es auch geben, wo wir einfach mal entspannt talken. Und warum sind hier 31 Kisten drin? Ich craft mir hier immer neue Kisten. Ich kann mal gucken. Ich habe doch auf dem Handy so eine kleine... Okay, das kommt jetzt übel komisch. Aber ich habe auf dem Handy eine To-Do-List, die ich... abarbeite, beziehungsweise Liste, wo drauf steht, was ich noch vorhab, was ich noch bauen möchte. Automatische Wither-Skelett-Farm, Minecart-Aufzug im Nether, den könnte man echt mal bauen, aber wir haben momentan halt eine Ultra, deswegen komme ich ja relativ schnell hoch. Spawner ausbauen steht noch dran. Theoretisch, das mit dem Spawner ist eine Idee, denn ich weiß sogar, wo ein Spawner ist. Ich würde sagen, ich mache mir mal ganz kurz den Stuff fertig und wir sehen uns gleich nach dem kleinen Cut wieder. So rein theoretisch müsste das, was wir jetzt hier haben, schon erstmal reichen. Pass mal auf, ich müsste theoretisch, wenn ich richtig liege, müsste hier hinten, genau dort, nämlich ein Spinnenspawner sein. Hier, guck mal, das ist nicht mal wirklich weit von unserer Base entfernt. Ah, genau hier ist... Oh, und wisst ihr, was ich vergesse? Ich hab die Fackeln vergessen. Och nee, okay, ich flieg nochmal kurz zurück und wir sehen uns gleich wieder nach einem kurzen Cut. So, okay, wir sind wieder da und das war voll cool mit dem Rückwärtslaufen, oder? Ja, wir haben jetzt hier die Fackeln. Das Problem ist, das ist ein Spinnspawner und es ist Nacht, was echt nicht vorteilhaft ist. Obwohl da unten ist auch ein, ich glaube da unten ist ein Zombie-Spawner. Ey, wir haben ja echt viele Spawner, muss ich mal dazu kurz erwähnen. Wie kann das sein, dass, wow, und hier ist übrigens auch der Spawn-Chunk. Ich glaube, wir sind früher exakt hier gespawnt. Hier waren wir sogar schon mal. Ich glaube, hier waren wir um... Was haben wir denn gesucht? Schafe? Schafe, das ist echt geil, wenn man das noch alles im Kopf hat. Ein Zombie-Spawner weiß ich sogar direkt aus dem Kopf, wie man den baut. Und dass wir Kisten mit... Toll, dass hier überall Creeper hochkommen, Alter. Ist gut, dass wir Kisten mitgenommen haben, weil dann kann ich hier immer auf entspannt einfach erstmal alles weglegen. Aber das Erste, was wir machen, ist hier jetzt erstmal kurz alles ein bisschen ein Stück ausheben und so. Ach Leute, wisst ihr was? Ich habe eine bessere Idee. Ich würde sagen, wir sehen uns nach einer kleinen Timelapse wieder. Genießt es. Viel Spaß und bis später. Schon in der Timelapse gesehen. Ich habe hier jetzt eine ganze Menge gebaut. Ich habe mich schon wieder viel mehr aufs Bauen konzentriert als auf alles andere. Ich habe so ein bisschen versucht, das so ein bisschen, naja, einsam aussehen zu lassen, ein bisschen kaputt, ein bisschen verwuchert eventuell auch, weil das ja so ein bisschen abseits ist von dem, was wir eigentlich bauen und es ja nur ein Spawner ist. Und dafür muss ich sagen, bin ich auch echt stolz drauf. Sieht ganz gut aus, vor allem mit dem Baum. Der Baum ist mir relativ gut gelungen, finde ich. Ist jetzt auch alles beleuchtet. Was hier jetzt kommt, Leute, hier ist im Prinzip Eingangsbereich. Ich weiß nicht, ob ich hier vielleicht noch eine kleine Terrasse oder sowas eher baue anstatt das hier, aber ich glaube mal, das hier reicht. Das gefällt mir auch ganz gut, vor allem, weil es halt eben abseits von all der Stadt ist, die wir da bauen. Hier ist dann der Eingangsbereich. Finde ich übrigens, habe ich sehr cool gelöst. Hier kann man sich dann durchsneaken, kann man dann zumachen. Und jetzt, das machen wir in der nächsten Folge übrigens, also der nächste Spawner-Abteil wird in der nächsten Folge dann ausgehoben und alles. Denn ihr könnt jetzt hier runtergehen. Und hier warten übrigens auch schon tausende Zombies auf uns, weil die nebenbei immer spawnen. Könnt dann, alles klar, danke, könnt dann hier durchlaufen im Prinzip.
Hier ist dann der Vorschacht, den können wir vielleicht auch noch mit Glas oder sowas erkenntlich machen. Natürlich wird es hier alles noch ein bisschen größer gemacht, keine Frage. Und ja, hier kann man dann durchlaufen, kommt danach hier hinten. Hier hinten ist dann hoffentlich der funktionierende Zombie-Spawner im Gange. Und wir haben dann hier wahrscheinlich ein paar Zombies, die hier stehen, um gekillt zu werden. Hier ein bisschen außenrum wird noch alles ausgebaut, das kommt jetzt dann noch. Und hier habe ich vor, einen Vollschacht sowie halt auch einen Fahrstuhl nach oben dann zu bauen. Aber wie gesagt, das kommt alles noch. Ich habe mich jetzt hier erstmal ein bisschen aufs Äußerliche fokussiert. Wollte ich auch daraus so einen guten Timelapse machen. Hat auch echt seine Zeit gedauert, Alter. Ich will gar nicht wissen, wie lange ich es schon wieder verbracht habe. Aber für die Zeit, die ich eigentlich habe, ist es viel zu viel. Es ist wirklich eigentlich viel zu viel. Aber naja, trotz dessen hoffe ich, euch hat es gefallen. Auch mit den Rucklern, die wir hier durchgehend haben. Keine Ahnung warum. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das ist das heutige Endresultat. Und ja, Leute, bis dann. Und ciao, meine Freunde. Tschüss.